Hallo und alle Helden da draußen, mein Name ist Sebastian und heute gibt's auf die Fräse. Wir werden euch heute die neue CNC hier vorstellen, beziehungsweise eigentlich geht es um was anderes, nämlich um die Möglichkeiten, die ihr auf einmal habt. Denn ihr könnt euch eure eigenen Möbel in der Form hier eines Hockers einfach selber fräsen. Und zwar in Summe eigentlich in einer extrem kurzen Zeit. Ich zeige das mal ganz kurz. Aber es ist so, dass du ein komplettes Möbelstück wie diesen Hocker so in 2 bis 3 Stunden ohne Probleme hier erstellen kannst. Und das Ganze ohne dich wirklich groß anzustrengen, weil das macht ja das Gerät für dich. Und hier an der Stelle ist es so, wir haben hier einen Hocker gefräst. Und zwar einfach hier oben einen Ausschnitt. Hier haben wir unten einen Ausschnitt. Können das Ganze hier wunderbar zusammenstecken. So, zusammengesteckt. Und jetzt haben wir hier nochmal, das Ganze natürlich wie immer, Helden der Werkstatt in unserem Style, das Ganze als Zahnrad ausgeführt. Hier die Aussparung, alles gleich mitgefräst. Aus einem Stück Holz, wirst du gleich sehen, kein Problem. Und das kann ich hier einfach hier wiederum reintun. Und schon habe ich einen kompletten Hocker, der hier auch entsprechend stabil ist, zusammenhält und mit ein bisschen Glück auch mich trägt. Jetzt sehe ich das Ganze im benutzten Zustand, also er hält mich aus, funktioniert wunderbar und ist eigentlich ein wirklich schöner Stuhl und ein wirklich schöner Hocker. Und wie du siehst, das Ganze hält auch zusammen. Weil es so präzise gemacht ist, ist es so, dass wir hier so eine enge Verbindung haben, dass wir hier ein wunderschönes Gerät haben. Also einen wunderschönen Hocker haben. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist doch ein echtes Designobjekt, oder? Wir haben hier uns ein bisschen ausgelassen, haben hier die Zahnräder wieder an der Seite mit dran gemacht, vor allem auch um Material zu sparen. Und wir werden dir gleich auch zeigen, wie wir diesen Hocker hier entsprechend fräsen. Aber erstmal kurz zur Maschine. Gleich wirst du die Fräse in Aktion sehen. Und ich muss sagen, für mich fasziniert es jedes Mal wieder von vorne, wenn man einfach mal alles zeichnet, macht und tut und dann bei der Fräse auf den Knopf Start drückt und dann er anfängt hier hin und her zu fahren, machen und zu tun und am Ende kommt dann dabei etwas raus. Und ich habe mich schon häufig dabei ertappt, dass ich teilweise eine Stunde davor gestanden habe, wie beim Fernsehen geguckt habe, was der Fräser dann so macht. Weil es ist schon echt faszinierend, ihm dabei zuzuschauen, gerade auch wenn er Aluminium fräst, wenn er Holz einfach so in die Tiefe fräst und wie exakt das ist. Das ist so wiederholgenau, das ist der Hammer. Aber das erste Mal, wir haben hier eine neue CNC. Ja, CNC-Maschine würde ich immer sagen, aber wir haben eine neue CNC. Und ihr seht, oder ihr wisst ja, wir hatten ja vorher schon eine, und zwar eine von Inventables. Und ich muss jetzt sagen, ich bin mit der Inventables gar nicht so unzufrieden gewesen, sondern es war so, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte das Next Level gehen. Und bei der Inventables war es so, dass das Gerät so mit einem Zubehör irgendwo zwischen 2.500 und 3.000 Euro liegt und diese Maschine in der Basisausstattung auch so ab 3.000 Euro anfängt. Man kann sie etwas weiter ausstatten, wie zum Beispiel mit diesem Aluminiumtisch, dann kostet sie ein wenig mehr, aber gar nicht so viel mehr kostet. Und bei der Maschine von Inventables hatte ich immer ein zentrales Problem. Und zwar war sie mir einfach nicht stabil genug. Ich habe für das Fräsen von Aluminium ewig gebraucht, weil die Maschine zwar Kraft hatte, aber das nicht umsetzen konnte, weil diese gesamte Grundkonstruktion nicht stabil genug war, um zum Beispiel hier, wenn du jetzt siehst, hier wackelt was, aber hier wackelt höchstens der Tisch. Jetzt haben wir das Ganze festgestellt, die Werkbank steht also fest auf dem Boden, nicht mehr auf den Rädern. Und jetzt siehst du, wie stabil diese Fräse ist. Also da bewegt sich nichts. Und das hier ist komplett aus Aluminium und wir haben hier eine amtliche Stärke, das siehst du ja, Wahnsinn. Allgemein das ganze Gerät hier, ich weiß hier nicht, wie mag das wiegen, 40, 50 Kilo oder sogar noch mehr. Das ist irre schwer, wir blenden das hier mal irgendwo hier ein. Und das macht einen riesen Unterschied. Allgemein ist das Ganze hier wesentlich präziser auch gebaut. Bei meiner alten Maschine war es so, dass die Motoren, die hier liefen, brauchen ja irgendwo eine Welle, auf der sie laufen müssen. Die Antriebsart, so möchte ich es mal sagen. Das war bei der Inventables-Maschine, waren das so eine Art Gummizüge, die hier das hin und her gezogen haben. Hier ist es nochmal eine ganz andere Sache. Hier haben wir wirklich alles aus Metall ausgearbeitet und haben eine solche große Präzision, also einen hohen Unterschied an Präzision, das ist der Wahnsinn. Wir haben schon ein bisschen was probiert. Als nächstes werden wir, glaube ich, unter anderem mal Metall fräsen. Wir können hier alle nicht eisenhaltigen Metalle auf der Maschine bearbeiten und das in einer viel, viel höheren Geschwindigkeit als auf der alten und einer höheren Präzision. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Was ich an der Fräse interessant finde, ist, dass sie auch vielseitig ist. Man kann hier noch diverse andere Aufsätze zum Beispiel drauf machen. Wir haben jetzt hier ja wirklich eine ordentliche Fräse dran. Wir können hier aber auch einen Laserkopf drauf tun. Wir können hier aber auch einen 3D-Drucker zum Beispiel draus machen.
Was ich übrigens hier auch viel besser finde als bei der alten Maschine, ist das Thema Absaugung. Bei der alten war es so, dass die Absaugung ja, ein bisschen frickelig rangebaut wurde und sie war mit solchen Rändelschrauben festgemacht. Und wir haben hier ja etwas, was sehr, sehr, sehr stark Vibrationen aussendet. Und dadurch sind irgendwann diese Schrauben manchmal lose geworden. Und dann fiel die Absaugung runter und teilweise in den Fräser rein. Und dann habe ich angefangen, dann die Absaugung kaputt zu fräsen. Das ist nicht schön. Hier ist das Ganze als Teil mit dabei. Moment, ich zeige euch das mal. Wir haben hier dieses Teil mit dabei. Und das wird einfach mit einem Magneten von unten befestigt. Und was ich noch besser finde, ist Folgendes. Wir haben hier diese Vorrichtung, die automatisch die Höhe arretiert. Das heißt, wir müssen nicht es auf eine bestimmte Höhe einstellen, sondern man kann hier das Ganze auch ein bisschen mitwandern lassen. Das finde ich eine sehr schöne Idee und hier auch gleich mit das Ganze auch sehr kompakt gemacht mit Absauganschluss. Mega. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig mir das Thema Stabilität ist. Und leider kann ich euch das nicht so genau zeigen, aber wie groß der Unterschied ist zwischen vorher und nachher zu der alten Maschine von Inventables. Und ich möchte die gar nicht schlecht machen. Die Inventables-Maschine hat einige Vorteile. Welche das sind, das erkläre ich dir nachher. Eins davon ist unter anderem der Preis, aber da gehen wir nachher noch mal kurz drauf ein. Erst einmal ist es so, ich kenne diese ganz einfachen Maschinen auch. Da ist es so, du hast irgendwas bezahlt zwischen 200, 300, 400, 500 Euro. Naja, lass das mal lieber sein. Weil bei den Maschinen ist es häufig so, dass sie so wackelig sind, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie so wenig Material verbaut haben, kaum die Führung gerade halten können. Dann haben wir meine alte Maschine, da war es so, dass es ging, aber wenn du zu viel Vorschub gegeben hast, dann hat angefangen, sich hier zum Beispiel das Ganze zu verschieben und ganz leicht in diese Richtung zu drücken. Selbst wenn es so ein halber Millimeter ist. Ein halber Millimeter sind Welten bei dem Thema. Und dann macht das immer keinen Spaß, dann musst du zu wenig Vorschub geben. Hier kein Problem. Hier kannst du so richtige Spielereien machen, wie zum Beispiel, dass du jetzt hier mit so einem Fräser arbeitest. Wir haben hier 6 mm und damit können wir immer noch ordentlich Vorschub geben. Das ist die eine Sache und damit wird das schon richtig Spaß machen. Wir können dann auch mal mit Aluminium ein bisschen schöner rumspielen, zum Beispiel. Aber sowas finde ich interessant, denn wir haben hier 62 Gramm. Wir hängen hier an diese Maschine hier wirklich 62 Gramm unten dran und das kann sie. Allein das ist schon Wahnsinn. Wir haben hier 36 mm im Durchmesser und das hier ist ein Planfräser. Das heißt, wir können den hier so einspannen, können hier Echtholz drauf machen oder irgendein anderes Material, irgendein Holz zum Beispiel, um das Ganze plan zu fräsen. Dann sage ich einfach eben hier, oh ja, komm, mach hier mal eine ordentliche Oberfläche draus. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast keinen Abrichtdickenhobel mit einer Breite von 60, 70 Zentimetern, was die meisten von euch wahrscheinlich nicht haben, ist es so, hiermit können wir es jetzt abrichten. Wir können es einfach hier drauf tun, können dementsprechend das hier abfahren und können das Ganze hier planfräsen. Wenn ich eine Seite habe, drehe ich das um und kann dann von der anderen Seite wieder drüber arbeiten und habe das Holz dementsprechend ordentlich auf meine Dicke gebracht. Finde ich mega. Und da können wir eben auch Materialien benutzen, die wir sonst, oder Materialien bearbeiten, die wir sonst nicht bearbeiten können. Und das sind alles so Sachen, die für mich gerade dafür gesprochen haben, genau das hier zu kaufen. Übrigens von der Firma Stepcraft gibt es das Ganze auch in verschiedenen Ausführungen. Es gibt auch noch eine, ich sag mal, eine Qualitätsstufe hier drunter oder eine, ich würde eher sagen, eine Maschinenstufe hier drunter für die einfacheren Anwendungen, ich sag mal für den Heimanwender, weil das hier ist fast schon übertrieben für zu Hause. Und da gibt es noch die Q-Serie, ist eine Ebene oben drüber für den Vollprofi, der den ganzen Tag mit der CNC halt Dinge tut. Wir haben gedacht, wir fühlen uns in der Mitte eigentlich ganz wohl und versuchen es mal erstmal mit der M-Serie in der Größe. Aber bevor ich die ganze Zeit hier erzähle, ihr wollt doch sehen, wie man fräst, also Film ab oder Fräse ab.
Du hast ja vorhin den fertigen Hocker gesehen und gesehen, das sind wirklich nur drei Teile. Und du hast gesehen, wie schön das Ganze beim Fräsen auch ausgesehen hat und funktioniert hat. Und hier ist das Ganze wunderbar in die Tiefe ausgefräst und zwar, ausgefräst, und zwar exakt, also wirklich auf dem Zehntel Millimeter wahrscheinlich, genau so, dass es hier auch passt. Denn der Vorteil ist, da wir kein Metall haben, Holz ist auch dankbar, wir kriegen das auch noch wunderbar zusammen und zwar so passfest, dass du es kaum noch rausbekommst. Also ich muss jetzt eben auch ein bisschen arbeiten, um das wieder rauszubekommen. Und dann haben wir hier unsere drei Teile. Und jetzt kann man sich über das Design jetzt meinetwegen streiten, ob man jetzt hier unbedingt das hier machen muss oder nicht. Wir haben das gemacht, um auch Material zu sparen, sodass wir das Ganze hier, ich glaube, so war das Ganze, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das? Irgendwie war es hier zusammen. Hab ich wieder vergessen. Ist schon wieder ein paar Tage her, um ehrlich zu sein. Aber es hat riesig Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall noch jede Menge CNC-Projekte machen. Und der Vorteil, was ich euch sagen wollte, der Vorteil von der Maschine ist übrigens auch noch eine Sache. Zum Beispiel, ihr könnt hier auch einen Vakuumtisch benutzen, um euer Material hier auch entsprechend anzusaugen. Oder, was es auch gibt, es gibt Vakuumschienen für diese Maschine und dann, jetzt wird es völlig verrückt, ihr könnt diese Maschine nehmen, an die Wand ran tun, sich hier festsaugen und dann könnt ihr die Wand fräsen. Ja, ist das bescheuert? Nein! Ja, na irgendwie schon, aber es ist halt genial, das werden wir auch demnächst auf jeden Fall ausprobieren. Und eine der ersten Fragen, die ich hatte, war, Mensch, wir haben jetzt hier ja relativ wenig Platz. Also weiß ich nicht, ob mir das ausreicht. Ja, na klar, reicht schon, weil man kann den Tisch hier entsprechend demontieren, ja, und kann dann hier entsprechend bis dort unten die Höhe benutzen. Und wir haben hier eine Höhe, ja, die ist schon wirklich amtlich, die wir hier fräsen können. Also ihr seht, da geht schon einiges. Und jetzt nochmal zum Thema Unterschied zu der alten Maschine und der hier. Diese Maschine hier hat gigantische Vorteile und ich möchte sie nicht missen und ich werde auch nicht zurück zur alten Maschine gehen. Sie hat aber zwei Dinge, die die alte Maschine schon hatte. Nummer eins, bei der alten Maschine von Inventables hatten wir 80 x 80 cm Fräsbreite. Das heißt, wir konnten 80 cm in der Breite und 80 cm, ich glaube sogar 90 in der Tiefe arbeiten. Hier können wir das nicht. Hier haben wir erstmal so eine Fahrbreite von so rund 68 cm und eine Höhe, aber dafür von 1,04 m so etwa. Das ist also ein etwas anderes Maß und ich weiß noch nicht, ob ich langfristig mit der Breite hier auskomme. Vielleicht müssen wir doch nochmal zu einer anderen oder höheren Serie von Stepcraft greifen. Ein weiteres Thema ist das Thema Steuerung. Bei der alten Maschine ist es für die ganz einfachen Aufgaben noch einfacher, sie zu steuern. Ich nehme einfach meine Grafik, schmeiße es dort rein und irgendwie wird die Maschine dann auch schon fräsen. Das hat aber auch zahlreiche Nachteile. Bei der alten Maschine war es so, dass ich immer nur mit einem Fräser gleichzeitig alles abfahren musste. Ich konnte zwischendurch eigentlich kaum Fräser wechseln. Ich konnte auch nicht so richtig dreidimensional arbeiten. Die Software war sehr, sehr eingeschränkt. Hier bei der ist es so, dass du wirklich die Vektorzeichnung nimmst, sie interpretieren lässt in G-Code und den G-Code dann hier in die Maschine reinwirfst. Das hört sich erstmal schlimmer an, als es ist. Wenn du dich da einen Tag mit beschäftigst, ist das Thema auch gegessen. Und dann hast du hier solche Möglichkeiten, dass alle erstmal die Software gesehen habe ich gedacht, ach das, ach ja und ach du meine Güte, jetzt geht's richtig los. Und ich muss sagen, das kann auch nur das Fazit vom heutigen Video sein, jetzt geht's richtig los. Denn jetzt ist sie aufgebaut, wir haben uns an sie so ein bisschen gewöhnt, sie hat sich an uns so ein bisschen gewöhnt und ich glaube, wir werden sie noch in sehr, sehr vielen Projekten wiedersehen. Schreib du doch mal bitte in die Kommentare unten, was du denkst, was wir damit mal machen sollten. Falls du dich für die Maschine interessierst, wir verlinken sie natürlich auch unten in der Videobeschreibung, damit du genau weißt, welches. Und ich verlinke am besten auch mal das Gesamtpaket, was wir hier so stehen haben, damit du wirklich siehst, was ist der Unterschied zwischen Basis und dem, was wir jetzt hier benutzt haben. Ich freue mich übrigens auch, dass wir hier 1400 Watt haben und so viel, ich glaube sogar 1600 Watt und so viel, ich sage mal so viel Bums, ja, wie wir nur irgendwie brauchen. Und deswegen wird es demnächst auf jeden Fall ein Aluminiumprojekt geben. Mal gucken, ob ich über Weihnachten Zeit habe. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und wie immer, werde Held in deiner Werkstatt.